Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fit by Science mit Paul. Ich bin Paul, euer Host, und freue mich wieder mega, dass ihr auch am Start seid. Bevor ich zur Anmoderation von meinem Gast, der Paulina, komme, möchte ich vielleicht noch ein, zwei Sachen sagen. Ja, ich bin einen Tag zu spät, was das Hosten bzw. Posten des Podcasts angeht. Hat einfach den Hintergrund, bei uns ist leider im Gym wieder jemand krank geworden und ich hatte keine Zeit, mich um den Podcast zu kümmern, um den dann hochzuladen und das Intro reinzusprechen. Dementsprechend einen Tag Verspätung. Und als zweiten Punkt, nächste Woche werde ich auf jeden Fall keinen Podcast posten. Also am 18.04. liegt ihr quasi auf dem Trocknen. Es sind in NRW Osterferien und ich werde eine Woche als Skilehrer, Skibegleiter mit einer Truppe aus Uelzen, also aus Niedersachsen, mitfahren. Und dort meine Freizeit verbringen und möchte tatsächlich mal ein wenig runterkommen, gerade weil die letzten Tage mit der FIBO und jetzt mit der Krankheit dann doch sehr stressig waren und mich da um andere Sachen kümmern und werde dann tatsächlich eine Woche keinen Podcast machen. Okay, ich denke aber, ihr werdet es verkraften und ich werde dann natürlich versuchen, euch anderen Content auf Instagram oder ähnliches zu geben, falls euch das interessiert. Ansonsten kommen wir jetzt auch zum eigentlich spannenden Teil und warum ihr natürlich alle eingeschaltet habt, und zwar zum Podcast mit der Paulina. Paulina ist eine MMA-Fighterin, sie ist Masterstudentin der Physiotherapie, ist als Physiotherapeutin tätig hier in Köln. Ich habe sie im Interview face-to-face gehabt, das hat mich sehr gefreut, weil ich sie vorher nie so kennengelernt habe. Kader 1, das ist ein ganz, ganz tolles Studio hier in Köln in der Innenstadt, also relativ weit entfernt von uns. Und auch tolle Trainer, tolle Location, da arbeitet sie. Und wir hatten viele Themen von ihrer sportlichen Laufbahn über Scharlatane, Mythen im Training, wie Physiotherapeuten und Trainer vielleicht voneinander lernen können und was ihre kommenden Projekte sind. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit der Paulina zu quatschen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Sie ist straightforward. Das ist super cool gewesen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genug der ganzen Vorworte und Warmworte. Viel Spaß mit der Folge. You're tuned in Fit by Science with Paul Merton. Get the hottest news and best ideas in fitness. Enter the mind of world-class experts and get the hottest news with Paul. He is an author, personal trainer and ongoing teacher. Here we go with your bearded host, Paul Merton. Ja, hey Paulina, schön, dass du dabei bist, und meine erste Frage wie an jeden anderen, wie bist du überhaupt zum Sport gekommen? Sport mache ich eigentlich mein ganzes Leben lang, und zwar vom Schulsport angefangen, in einigen Sportarten gelandet, die nicht meinem Körperbau entsprochen haben. Ich habe Volleyball gespielt ganz am Anfang. Warum nicht deinem Körperbau entsprochen, weil ich die noch nicht so kenne? Damals war ich ja noch kleiner, allerdings waren natürlich meine Höheneigenschaften etwas vermindert, sodass ich eher unterm Netz agieren konnte, als alles andere drüber zu spielen. Ich habe auch sehr lange geschwommen oder bin sehr lange geschwommen, bis ich, glaube ich, 15 war. Auch da hat irgendwann mein Größenwachstum, mein Höhenwachstum, Längenwachstum nachgelassen, und dann war ich natürlich in der Art und Weise, wie ich das praktiziert habe, nicht mehr ganz so erfolgreich, zumindest auch in der Mannschaft, im Team selber. Über den Schulsport ans Rudern gekommen, hat mir per se auch viel Spaß gemacht, aber irgendwie diesen innerlichen Drang, ich weiß auch nicht, was da irgendwie hervorkam, eine Aggression, was auch immer, prä-postpubertäres Hormonmissverhältnis, war es dann so, dass ich irgendwie tierisch Bock auf Kampfsport hatte, was meine Mutter nicht so gefallen hat, sodass ich mit 17, 18 irgendwie zum Kickboxen rübergewandert bin, eher aus Fitnessgründen erstmal, und dann ein, zwei Jahre später recht schnell gemerkt habe, so Point-Fighting, Leichtkontakt ist gar nicht meins, ich habe schon Bock zu ballern, bin da halt zum K1 gegangen, und irgendwie kam das dann später mit dem jetzigen Verlauf, dass ich im Ausland war, in Thailand war, in Thailand Thai-Boxen und Bodenkampf mehr oder minder noch besser kennengelernt habe und schlicht und ergreifend am Ende jetzt beim MMA angelangt bin. Okay, und vielleicht die dich noch nicht so gut kennen, auf welchem Niveau betreibst du das? Also du bist ja so als Kampfsportlerin World Traveler Thailand, hast du schon erzählt, und jetzt ist natürlich die Frage, hey, was springt dabei raus? MMA ist in Deutschland noch keine so bekannte Sportart, also kurz halt Mixed Martial Arts, in den USA doch sehr beliebt und bekannt. Zum einen, weil es natürlich für den Zuschauer, der den Sport nicht kennt, immer eine unglaublich brutale und sehr
polemische Art und Weise hat, ne? Zwei Leute in einem Käfig, kleine Handschuhe, hat so ein bisschen was Martialisches, man ballert, es fließt irgendwie fast immer Blut und am Boden darf auch noch geschlagen werden. Ist per se nicht so, wenn man den Sport kennt, weiß man ganz genau, es ist ein unglaublich strategischer Sport, es ist ein sehr schöner Sport, es gibt für mich per se gesagt keinen so komplexen Sport, dadurch, dass man ja viele Sportarten gemacht hat, ich über mein Athletiktraining viele andere Sportarten kennengelernt habe, der so viele differente Facetten braucht. Das heißt, von ringerischen Fähigkeiten bis hin zu ja, boxerischen, thai-boxerischen Fähigkeiten, Grappling, also Bodenkampf, Brazilian Jiu-Jitsu, Wurf und Hebeltechniken, die sehr, sehr komplex sind. Das heißt, jede Sportart für sich ist schon unglaublich komplex und das dann noch auszuweiten. Das Niveau in Deutschland ist zwar international, also ich kämpfe auch professionell, die Kämpfe sind auch alle gelistet. Man kann damit aber in Deutschland definitiv kein Geld verdienen. Das heißt, wenn man Glück hat, vielleicht auch mit Geschlecht oder Optik zu sagen, ja, hier, ich habe den einen oder anderen Sponsor, kann man nicht sagen, dass man damit in irgendeiner Form gut auskommen kann. Also die Kämpfe werden sehr schlecht in Deutschland honoriert. Finanzieller Ausgleich zu dem Training auf gar keinen Fall. Kann sich hinterher vielleicht irgendwie das eine oder andere nette Gimmick kaufen. Von meinem ersten Wettkampf habe ich mir eine Actifry gekauft, eine Umluftfritteuse für 150 Euro und der Rest verpufft. Also das ist nicht meine Hauptprofession. Ich trainiere zwar wie ein Vollzeitathlet, über 20 Stunden die Woche, aber leben auf gar keinen Fall. Okay, und weil du schon das Training so ein bisschen angesprochen hast, wie ist die Verteilung bei dir? Also im Sinne von Krafttraining und dann deine ganzen Kampfsport-spezifischen Sachen? Im Moment ist es so eingeteilt, dass ich 2 bis 3 Mal die Woche, ob das wie im Englischen Strength and Conditioning ist, also Kraftausdauer unterteilt wird. Maximalkrafttraining mache ich quasi wirklich eine Off-Season, sprich wenn ich nicht kämpfe oder keinen aktiven Kampf voraussetze. Da habe ich natürlich hier in meinem Umfeld, Praxisumfeld im Kader, sehr gute Möglichkeiten. Das beinhaltet klassische Komponenten Kraft-Dreikampf, Maximaltraining oder halt auch ein bisschen olympisches Gewichtheben, primär halt auch, um für das Ringerische meine Explosivität beizubehalten. Dadurch, dass der Kampfsport selber ein recht hohes Verletzungsrisiko hat, schaut man natürlich, dass man sich nicht ganz zerschrottet, wenn man da nicht kämpfen muss. Aktuell ist es so, dass aufgrund auch des Gewichts, der Gewichtsreduktion, eine gewisse große Grundlagenausdauerkomponente mit drin ist, als auch anderweitige Intervalle, also Ausdauerintervalle, die halt vor allem für die 5-Minuten-Runden sehr essentiell sind. Also die Kraft rückt gerade eher in den Hintergrund. Schnelle, kurze, also eher Schnellkraft, Reaktivkraft sind jetzt hauptsächliche Komponenten bei mir. Und alles, was eine gewisse Sportartspezifität in der Bewegungsausführung beinhaltet, sehr viel Rotation, sehr viel, wie gesagt, kurze Bodenkontakte, Footwork aus dem Boxerischen zum Beispiel, schnelle Reaktion für die Takedowns. Das ist das, was aktuell neben den kampfsportspezifischen Sachen noch im Vordergrund ist. Ja, krass. Das dann 20 Stunden in der Woche ist schon krass. Und du sagtest ja schon, man kann davon noch nicht so ganz so gut leben oder es ist kostenneutral, wenn es gut läuft. Was machst du denn sonst? Also 20 Stunden die Woche Sport treiben ist arsch viel. Also jeder, ja, der es schon mal gemacht hat, weiß, da gehst du eigentlich schon gut auf den Zahnfleisch. Und jetzt ist natürlich die Frage, hey, wie bezahlst du in Köln noch deine Miete, weil es ja so eine unfassbar günstige Stadt ist. Ganz genau. Also Köln ist natürlich damit vorweg, dass wir wunderbare Mieten haben. Hauptberuflich bin ich Physiotherapeutin und Trainerin auch in dem Bereich. Physiotherapeutin selbstständig seit knapp 2,5 Jahren, genau. Habe eine Privatpraxis, die war vorher in Ehrenfeld und jetzt hatte ich das Glück, in einem sehr schönen Studio mit untergebracht zu sein, im Kader 1 in Köln, das für mich, also meine Trainings- und Arbeitsphilosophie eigentlich komplett miteinander verknüpft. Die klassische Physiotherapie habe ich mit Kündigung meiner ersten oder alten Praxis, wo ich gearbeitet, angestellt war, an den Nagel gehangen. Dadurch, dass die passive Arbeit an der Bank unglaublich langweilig ist, für mich nie einen Mehrwert hatte, außer dass ich gelangweilt war, die Patienten einen kurzen Benefit davon hatten und ich mir halt immer gedacht habe, meine Fresse, ich würde gerne mehr Zeit mit den Leuten. Also einfach die Effektivität ist überhaupt nicht da. Die Ökonomie ist nichts von dem, was ich so umsetzen wollte, gegeben. Sodass der einzige Weg für mich darin bestand,
nachdem ich mein Bachelorstudium absolviert hatte, ich muss hier raus, ich muss mich selbstständig machen, mehr oder minder gekündigt und gedacht, okay, eigentlich, wie geht man das Ganze an, wie mache ich das Ganze? Hatte in Ehrenfeld mich in einem Bewegungsloft erstmal untergebracht, wo auch in der oberen Etage eine Art Trainingsstudio war, was ich so genutzt habe, parallel dazu meinen Master angefangen gehabt, der natürlich dann auch mehr in die sporttherapeutische Richtung ging, auch an der Sporthochschule in Köln, was für mich immer quasi die Leitlinie war. Ich mache passive Maßnahmen nur, um jemanden in die Aktivität zu bekommen. Sprich, wie kann ich jemanden so aufbereiten, dass er A, schmerzfrei in der Lage ist oder zumindest schmerzreduzierter in der Lage ist, sich zu bewegen. Und wo habe ich die Möglichkeiten, jemanden zu bewegen? Und das geht halt in Deutschland leider nur erstmal mit Privatpatienten auf der Art und Weise oder in die Richtung, in der ich es mache. Und halt auch nur mit dem Equipment. Die klassische Physiopraxis, wer schon mal in etwas älteren Einrichtungen war, weiß, besteht aus vielen Gummi- und Latex-Sachen, also Hüpfbällen, Matten, Therabändern, Plastikstäben, geschwungenen Swingsticks, vielleicht noch einer Powerplate von 1995. Kriege ich eh schon das Kotzen, also ich verstehe es einfach nicht, aber ich brauchte eigentlich einen Raum, wo ich eine Langhantel habe, wo ich mit den Leuten arbeiten konnte, wo Gewicht und Beladung vorhanden ist, um eigentlich meinem Prinzip der Belastungssteigerung einfach nahe zu kommen. Und das war die einzige Möglichkeit, in dem Rahmen das zu tun. Und damit bin ich seit 2,5, 3 Jahren sehr erfolgreich, sodass ich mir im Endeffekt mein Hobby, den Kampfsport, so finanzieren kann, dass ich so viel trainieren kann, dass ich es mir so gestalten kann, dass ich es kann. Krass, Respekt. Also das so alles unter einen Hut zu bringen, Selbstständigkeit, Profisportlerin, das ist schon nicht ohne. Und hast du deinen Bachelor auch in Deutschland gemacht oder hast du den in Holland dann gemacht damals? Den Bachelor habe ich in Deutschland gemacht und zwar an der EUFH Med. Die gibt es mittlerweile auch in Brühl. Viele Leute sagen, okay, der Bachelor in Deutschland. Ja, das war einer der ersten Bachelor of Science in Deutschland. Der war damals allerdings in Rostock. Und die wunderbare... Schöne Stadt. Es ist eine schöne Stadt. Ach so, wie Menschen können auch sehr schön sein, können aber einen beschissenen Charakter haben. Die Stadt... Hey, da muss ich jetzt ganz kurz reingrichten. A, ich hätte fast in Rostock studiert und B, da wurden ziemlich viele Freunde von mir. Ja, alles gut. Material ja, kommt klar. Ja auch aus Rostock. Es gibt in der Tat... Also Rostock war schon... ist ein nettes Städtchen. Ich habe die ein oder andere verstörende... Also ein oder andere verstörende Begegnung dort gehabt. Allerdings war es auch ein berufsbegleitender Studiengang. Ich habe Vollzeit gearbeitet zu dem Zeitpunkt in der besagten Praxis und bin dann am Wochenende oder teilweise unter der Woche halt auch gependelt. Was halt von Köln, Rostock, es gibt Flüge und auch die habe ich dann öfters doch in Betracht gezogen, weil alle anderen Optionen, Auto, Fernbus, Waren oder halt Deutsche Bahn, sehr lange und zehrende Anfahrten, die ich mir dann einfach irgendwann nicht mehr gegeben habe. Aber es waren 2 Jahre Pendelei, sehr anstrengend auch, aber auch das erfolgreich hinter mir gebracht. Ein Jahr später gab es den Studiengang dann hier in Brühl, was ungefähr 15 Minuten Autofahrt sind. Aber auch das war dann nicht so schlimm, weil ich das Studium schon absolviert hatte. Und der Studiengang war insofern der erste, fast einer der ersten evidenzbasierten, die halt in dem Sinne auch auf dieses, okay, Evidence-Based Practice rausging. Das, was man in Holland schon länger praktiziert, war dann auch hier so ein bisschen angekommen. Und nachdem das Bachelorstudium absolviert worden war, war es dann so, okay, es ist nett, so wie jeder Bachelor, den man sich angelegt hat, war es nett. Da muss noch ein bisschen mehr raus, sodass ich gesehen hatte, dass die Sporthochschule Köln auch berufsbegleitend den Master in Sportphysiotherapie rausbringt. Auch das Studium nett hat definitiv noch seine Lücken, weil auch der Studiengang recht neu ist und man sicherlich natürlich immer lernt und merkt, hey, das ist vielleicht auch nicht mehr so ganz richtig oder vielleicht das und das. Und man muss halt sagen, man muss den Studiengang bezahlen, also für die Summe, die auch ordentlich ist, könnte man doch deutlich mehr erwarten, auch was die Organisation angeht. Nichtsdestotrotz auch das hinter mir gebracht. Ich bin zwar lange noch nicht fertig, hatte jetzt auch noch einige andere Optionen in Betracht gezogen, weil es sehr viele andere Wissenschaften gibt. Sportwissenschaftlich war da sehr viel drin, ernährungswissenschaftlich immer angerissen, was mich auch sehr interessiert.
man dann vielleicht nach Potsdam sich noch ein bisschen weiter orientiert, weil die Uni auch sehr schöne Modelle für Promotionsstudiengänge hat und so. Aber das ist jetzt erstmal noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil ich immer mit einem sehr hohen Tempo alles durchgeprescht habe und jetzt, glaube ich, mal bald so ein bisschen Pause mache mit Fortbildung und Weiterbildung und dem ganzen anderen Scheiß, den man sich antut. Ja, auf jeden Fall. Gerade ihr als Physios, ihr seid ja immer top ausgebildet, super viel Hin- und Hergespringerei und also ganz, ganz viele sind einfach für ihren Ausbildungsstand mega schlecht bezahlt auch. Ja, also das Problem ist in Deutschland halt, dass du halt schon von Beginn einen sehr hohen Fortbildungsdruck hast. Fängt an mit Lymphdrainage und manueller Therapie. Es gibt sicherlich das ein oder andere Konzept, was noch okay ist, aber es gibt viel Bullshit. Und das ist halt das, was in Deutschland, es wird so viel Scheiße fortgebildet. Du zahlst Kohle en masse an irgendwelche Institute für pseudowissenschaftliches Know-how und die Leute, also da sind wir jetzt auch in sämtlichen Bereichen immer so Sachen wie Liebscher und Bracht. Es ist, ich könnte innerlich, also ich bin wirklich kein aggressiver, also doch, ich bin schon ein aggressiver Mensch, aber innerlich denke ich mir immer, warum? Wie schaffen es solche Leute, mit eine Masse anzuziehen, mit einem Konzept, was völliger Bullshit ist und für ein Wochen- oder Seminare und Fortbildung und Zertifizierung und alles in Anführungszeichen, weil das Leute sind, die keinen akademischen Hintergrund haben, so viel Kohle aus der Tasche zu knöpfen. Und das fängt ja bei, also im Fitnessbereich ja genauso. Ich arbeite selber noch für eine Firma, die in bestimmten Bereichen zwar Equipment und Tools in dem Sinne rausbringt, aber für mich mit einem anderen Ausbildungsziel. Ich bin kein Vertriebler, ich bin kein Verkäufer. Und auch da einigermaßen bezahlbare Ausbildungskonzepte. Wenn man sich aber anschaut, was die Leute teilweise für Fortbildung ausgeben, in einem Bereich, wo du eigentlich immer weiter aufstocken musst, also Beispiel Neuroathletiktraining, das ist auch für mich der innerliche, da bricht mein Herpes wieder aus, aber das sind Konzepte, die kosten so viel Geld für einen Nonsens an Informationen, was man sich per se auch selber bei YouTube beibringen kann, wenn man Interesse daran hat, sich zu gucken, was macht man inhaltlich, aber mit einfach zero outcome. Also man lernt, man lernt Bullshit, es funktioniert für 5-2 Minuten, Neuromodulation oder andere Formen der Distraction-Therapie-Methoden habe sehr, sehr viel Geld, also Leute geben sehr viel Geld darin aus und haben leider gar keinen Mehrwert am Ende. Oder nur ganz, ganz gering. Also ich bin da bei vielen, vielen Dingen auch bei dir. Also gerade Neuroathletik bin ich sehr skeptisch. Also es gibt sicherlich Dinge, die finde ich funktionieren. Also offensichtlich funktionieren sie. Aber teilweise, wie es dann kommuniziert wird nach außen, ist halt einfach schwierig, finde ich. Also dass man sagt, es ist lediglich neuronal und nicht muskulär, obwohl sich offensichtlich was bewegt. Darüber, das ist für einige vielleicht Haarspalterei, aber ich finde es halt, also dann verkauf's halt anders. Dann sei halt einfach ehrlich und sag, dass es in einer gewissen Art und Weise ein Zusammenspiel ist. Und das Problem fast bei jeder Fortbildung, und das ist das, wo ich versuche, auch anderen Kollegen, das hatte ich bei Damien im Podcast auch erzählt, wenn jemand schon seine Fortbildung als eins oder seine Inhalte als einzig funktionierendes Therapietool verkaufen, kann das nur Schwachsinn sein. Weil jeder Schreiner wird nicht nur mit einem Kreuz oder mit einem Schlitzschraubenzieher alles reparieren können, sondern du brauchst deine Werkzeugkiste. Und das ist egal, ob du jetzt, ich habe viele Sportstudenten, manche machen Praktikum bei mir, manche wollen hier arbeiten und sagen, können wir das bei dir machen. Genauso wie dieser Übergang oder viele Physios, die sagen, hey, kann ich bei dir arbeiten? Und ich sage bei beiden, euch fehlt den Sport, also den Sportwissenschaftlern, leider so ein bisschen anatomisches, physiologisches Know-how, Übertragung zu Rehabilitationswissenschaften. Den Physios fehlt die komplette Basis an Trainingswissenschaften. Du lernst in der Physiotherapie Wiederholungsmethoden, Bewegungsabläufe, die halt überhaupt nicht deren Funktion entsprechen. Du hast als Physio eine gute Base an Anatomie, an physiologischen, an Neuroanatomie auch. Also meine Grundausbildung der Physio hat mir am besten eigentlich den gesamten Körper, also jedes anatomische Fach war für mich Gold wert. Jedes Differential, medizinische Fach, Neurologie, Derma, egal welches war, innere Medizin, ist für mich nach wie vor die gute Basis, um zu wissen, wie gehe ich mit jemandem um. Ich habe hier in meiner Praxis vom Spitzenathleten, von Spitzenteams bis hin halt zu völlig untrainierten alten Menschen, alles da. Und das Schöne daran ist, dass du jemanden, der keine Ahnung hat, der vielleicht auch vorher nie was gemacht hat, mit sehr wenig extrem schnell helfen kannst. Angefangen von, gut, wir fangen erstmal an, eine Bewegung überhaupt aufzubauen. Was ist denn,
was macht der Körper überhaupt? Ne? Auch Aufklärung, ein großer Teil der Aufklärung fehlt. Die Leute gehen zu Ärzten, kriegen nur gesagt, oh, ist kaputt, kommen mit diesem negativen Feedback zu einem, der hat gesagt, mein Knie ist kaputt, muss operiert werden. Nein. So, wir fangen erstmal an aufzudröseln. Was ist kaputt? Warum ist es kaputt? Wie können wir das beheben, ohne dass operiert werden muss? Und das kann man bei Leuten, die halt keinen Trainingshintergrund haben, sehr schnell generieren, weil der Körper natürlich wie bei jedem Anfänger ein sehr großes ein Veränderungspotenzial hat. Also du kriegst gerade bei untrainierten Menschen sehr, sehr gutes, schnelles, muskuläres Feedback hin. Änderst du dann noch ein bisschen die Ernährung und sagst, guck mal, schau, dass du auf deinen Eiweiß-Intake, also deine Proteinzufuhr achtest. An den anderen Sachen kann man ein bisschen regeln. Oder Wasser, ne? Versuch mal auf 1,5 bis 2 Liter am Tag zu kommen. Es gibt Leute, die trinken, ich trinke auch Kaffee, ist für mich sehr wichtig, ein essentieller Wirkstoff in meinem Leben. Energielieferant. Der für mich morgens erstmal meine Stimmung ans Laufen bringt. Gibt es Leute, die einfach sich auch von Süßgetränken den ganzen Tag ernähren und sich halt auch über bestimmte andere Parameter wundern. Das klappt nicht, das klappt nicht und so weiter. Leistungssportler kommen hierhin, weil zum einen ist es immer gut, wenn man selber Athlet ist und weiß, ich kann niemandem nicht die Sportart entziehen. Ich will auch niemanden aus dem Training rausholen. Was kann ich machen, um alles drumherum aufzubauen, die Struktur, die verletzt ist, Probleme macht, zu entlasten, um sie dann wieder zu rehabilitieren. Wie gesagt, Leistungssportler sämtlicher Arten, Nationalkader, Alex aus dem Hochsprung, Kraft-3-Kämpfer kommen hierhin, Footballer, ob das jetzt ein Simon oder ein Julian Völker ist, kommen dann von immer, freue ich mich immer, wenn sie dann den Weg auf sich nehmen und dann einfach nur, um hier hinzukommen. Profiboxer, Agit Kabayel oder Yavuz Ertürk kommen alle hier hin. Auch wenn das Leute sind, weil Athleten sind immer schwierig, Profiathleten haben immer eine gewisse Voraussetzung in ihrem Körper, haben immer eine Voraussetzung oder setzen vieles bei Trainern und Physios voraus. Wenn ich komme, muss das geheilt sein. Da ist der Umgang halt deutlich anders und da muss man halt, kann man nicht regenerativ arbeiten, sondern muss halt so arbeiten, dass die Person schnell so wieder fit wird, dass halt die nächste Performance gegeben ist. Und das macht halt den Unterschied zum Laien aus, der hier hinkommt. Den kann ich aufbauen und ich habe Zeit dafür. Und bei Athleten habe ich die Zeit nicht. Aber ich kenne es halt selber. Und ich weiß, habe mein Fuß verletzt gehabt vor 3,5 Wochen beim Training und habe keinen Tag Pause, also einen Tag vielleicht Pause gemacht und direkt, okay, was kann ich machen, was geht, was ist State of Art, also was ist jetzt gerade der Ist-Zustand? In 6 Wochen muss ich im Käfig sein und gut ist. Ja, aber ich glaube, das, was du gerade sagst, kann jeder nachvollziehen, der halt verstanden hat, dass Leistungssport einfach nichts mit Gesundheit zu tun hat. Es ist keine Übersteigerung, also es ist eine Übersteigerung eventuell vom Gesundheitssport, aber es hat absolut nichts mehr mit Gesundheit an sich zu tun, sondern diese Sportler, diese Leistungssportler haben halt ein Window of Opportunity. Das sind, wenn sie gut sind, 8 bis 10 Jahre, wo sie das Maximum aus ihrem Körper rausholen müssen. Und danach muss man halt mit den Folgen leben. Das weiß ein Ovechkin, der NHL-Spieler, der hat halt keine Zähne mehr im Gesicht. Das weiß ein Lothar Matthäus, der keine Kreuzbänder mehr hat. Und das weiß zu einem sehr, sehr tragischen Teil. Oder gerade ein älteres Beispiel, auch Niki Lauda, der halt leider in seinem Auto fast verbrannt wäre. Mhm. Also das sind Leistungssportler, die ein Risiko auf sich nehmen und einen körperlichen Raubbau halt einfach betreiben. Der ist nun mal vorhanden. Aber das zu wissen ist, glaube ich, ja, das hast du, glaube ich, gerade sehr, sehr gut transportiert und auch sehr deutlich gemacht. Und was ich jetzt sehr, sehr interessant finde, weil ich habe gar keinen physiotherapeutischen Hintergrund und komme eher aus der Trainerecke. Was könnten deiner Meinung nach Trainer von Physios lernen und Physios von Trainern? Du hast es so kurz angeschnitten und vielleicht, dass du da noch mal ein bisschen weiter reingehst. Was mir oft auffällt bei Trainern ist, dass die grundlegende Physiologie von verletztem Gewebe meistens fehlt. Das heißt, es ist natürlich immer so, dass es Vorgaben in Büchern gibt in der Literatur. Wir haben Gewebsanpassungen, wir haben Wundheilungsphasen, so. Wundheilungsphasen, die sich in einem Buch sehr genau differenzieren. Der Mensch ist natürlich ein individuelles Wesen. Es gibt Leute, die haben sehr schnelle Wundheilungsphasen oder sehr schnelle Verläufe. Es gibt Leute, die haben aus welchen Gründen auch immer metabolisch, hormonell, Geschlecht, Alter,
Ernährung, andere Prozesse, die eventuell eine Heilung deutlich verlangsamen. Es gibt genauso Leute, wie ich zum Beispiel auch sage, ich heile sehr schnell. Wenn ich ein Pfeilchen habe oder einen blauen Fleck habe, ist der innerhalb von 3 Tagen weg. Wenn meine Mutter sich stößt, die ist eine Raucherin, dann dauert das gerne mal eine Woche. Und ich wundere mich immer so, was machst du? Kleine Frage am Rande, kriegst du überhaupt noch blaue Flecken? Ja. Definitiv. Der Impact muss halt immer größer werden. Nein, auf jeden Fall. Also ein Hämatom ist natürlich ein Hämatom, ne? Also meine schönen Arterien und Venen sind natürlich nicht wie bei Wolverine aus irgendeinem Adamantium. Bald vielleicht, wenn ich mich selber injiziere mit Adamantium. Aber genau, bald. Nein, ist leider nicht so, aber der Prozess, dass halt das Hämatom schneller abgetragen wird, geht meines Erachtens schneller, weil mein Körper sich irgendwann vielleicht an den Prozess gewöhnt hat. Zumindest habe ich das so subjektiv für mich und auch in den letzten Jahren immer wahrgenommen, dass ich einfach kaum noch blaue Flecken habe oder die verschwinden sehr schnell. Fakt ist auf jeden Fall, dass Trainer oft dieses rehabilitative Wissen fehlt. Das heißt auch, man lernt Assessments, man lernt eine Leistungsdiagnostik, aber dieser gesamte Bereich, der sowohl für Physiotherapeuten als für Trainer im Sinne der, wann teste ich und wie werte ich das aus? Das ist bei beiden lückenhaft. Das heißt, beide Bereiche, denen fehlt das grundlegende Wissen. Gut, es gibt Testungen. Wofür mache ich eine Testung? Für den einen ist es, um eine Leistungsoptimierung zu erzielen. Für den einen ist es, um eine Rehabilitation zu planen. Der Physio kennt in der Ausbildung manualtherapeutische Assessments. Das sind passive Range of Motion Testungen. Irrelevant. Haben überhaupt gar keinen Bezug zur Realität. Wenn jemand passiv seinen Arm bewegen kann, ist das passiv. Dann gibt es, klar, aktives Range of Motion, ja. Mach das 10-mal, dann hast du wieder ein anderes Ergebnis. Fakt ist halt die Auswertung von Assessments, die Übertragbarkeit, also alle Gütekriterien zählen halt mit bei. Ne? Ist es reliabel? Wie valide ist das? Kann ich das reproduzieren? Das sind Dinge, die in jeder Testung, die jedem Therapeuten immer die Frage stelle, warum machst du den Fingerbodenabstand? Für was sagt dir das aus? Gar nichts. FMS, auch hier immer jeder Coach, ja, ich habe den FMS und Co. gemacht und ich sage auch mal, ja, alles eine Möglichkeit, aber was ist dein Ziel? Was willst du mit mir mit dem Test persönlich sagen? Was willst du dem Patienten damit sagen? Wonach orientiert sich das? Dieses ganze Verletzungsrisiko, die Reduktion oder die Vorhersehbarkeit dadurch ist halt überhaupt nicht gegeben. Wir können wie eine Münze werfen, also same. Wenn ich einzelne Abschnitte dieses Tests nutzen möchte, um einen Ist-Zustand zu definieren, weil der Patient sagt, ich würde gerne meine Flexibilität verbessern. So, dann mache ich den Straight Leg Raise. Ist okay, kann ich machen, aber nur für den Parameter, ich will meine Flexibilität in dem Bereich verbessern und nicht, ja, ich will meine Hamstring Injury Prevention erreichen, weil das besser ist. Nein, das ist nicht besser. Dazu gibt es ganz viele Studien. Trainiere deine scheiß Hamstrings in allen Variationen, exzentrisch, konzentrisch, isometrisch, mach's plyometrisch am Ende noch und baller rein und dann hast du deine Prävention. Das Problem darin ist, dass die Physiotherapeuten halt keine Ahnung haben, was Trainingslehre angeht. Die kennen die Kontraktionsarten eines Muskels, die wissen aber nicht, okay, wann ist was IK-Training oder Maximalkraft, wofür brauche ich diese Maximalkraft, warum muss ich mit auch einer Tante Käthe, die Osteoporose hat, Kraft trainieren und nicht auf dem Petsyball die schon hypermobile Lendenwirbelsäule weiter hypermobilisieren. Das ist in der Physiotherapie hat man so ein veraltetes Bild. Ja, es muss erst mobilisiert locker gemacht werden und alles. Ja, eine Massage will ich auch überhaupt nicht bestreiten. Ich bin auch ein Athlet. Ich brauche auch zwischendurch jemanden, der mich komplett ausknetet, weil ich es einfach für mein sensomotorisches Feedback brauche, dass auch hier durchblutungsfördernde Maßnahmen gebracht werden. Aber wir können nicht durch Mobilisation von Sachen irgendwie eine Verletzung reduzieren. Fakt ist, wir brauchen eine Belastung und eine Belastbarkeitssteigerung. Und das klassische Load and Capacity, wenn das nicht gegeben ist für beide Parteien, ob das ein Trainer ist, ob das ein Physio ist, das muss halt einen Konsens haben. Und den Physios fehlt da das trainingswissenschaftliche Know-how, den Trainern oder den Sportwissenschaftlern auf die Praxis so ein bisschen, wie kann ich das generieren? Wie kann ich jemanden, gut, ich habe zwar meine Langhantellizenz gemacht, aber für alles gibt es eine Regression und eine Progression. Und am Ende ist natürlich die Kreativität auch immer gegeben. Als Physiotherapeut lernst du ganz, ganz kreativ zu sein, mit ganz vielen Geräten kunterbunt zu arbeiten. Adam Meekins hatte da so ein geiles Video rausgebracht mit Athletic Training.
nowadays, wo ein Typ mit einem Ballon im Mund durch die Gegend läuft und irgendwie auf Foamrollern jongliert und macht und tut. Nein, die Kreativität ist nicht damit gemeint, aber es gibt nicht für jedes Krankheitsbild, sage ich mal, für Dysfunktion ein Gerät, sondern die Spezifität oder das Erkennen eines speziellen Problems erfordert halt dann die Maßnahme dazu. Und das ist bei beiden nicht direkt gegeben. Das heißt, da zu gucken, welche Assessments gibt es, die eine gewisse Validität haben. Ich nutze gerne zum Beispiel den Star Excursion Balance Test oder Y-Balance Test für Knie, Sprunggelenke, weil ich damit sowohl für mich einen objektiven Parameter habe, den kann mein Kollege 2 Wochen später machen. Ich habe für den Patient direkt Daten, die der benutzen kann, die der so weiterverwenden kann und wo wir eine Verbesserung sehen und worauf ich halt einen Trainingsplan aufbaue. Und wenn ich sehe, gut, nach lateral ist er unglaublich schlecht, dann überlege ich mir, welche Muskeln stabilisieren das Becken in die Laterale. Gut, dann sind es halt die Gluteen. So, auch wenn Arschtraining jetzt so prominent auf Instagram vorhanden ist, aber das sind dann halt so Sachen, danach richte ich mich. Und du brauchst immer einen Parameter, um deine Trainingperiodisierung. Das ist grundlegende Eigenschaften der Trainingswissenschaften, die den Physios fehlen und die Umsetzbarkeit, die den Trainern fehlt. Auf jeden Fall. Also so dieses Wissen, da habe ich auch mal was zu gesagt, halt dieses Wissen, warum teste ich? Mhm. Und ich finde, also gerade im sportwissenschaftlichen Bereich, da gibt es so alles einfach, und nichts. Ja, genau. Entweder man testet halt alles und man kann irgendwie nichts damit anfangen, oder es gibt Leute, die testen halt gar nicht und sagen, ab los, wir rennen mal los und gucken mal, wo wir ankommen. Und irgendwie, ja, also beide Extreme sind nicht perfekt und irgendwie einen vernünftigen Mittelweg sollte man halt finden. Ne? Also das ist auf jeden Fall wichtig, finde ich. Ja, und das führt mich so ein bisschen zur nächsten Frage. Und zwar, wie arbeitest du denn mit deinen Leuten, mit deinen Sportlern oder auch mit den, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, der Tante Emma von nebenan? Mhm. Also Tante Emmas und Onkel Hansi, habe ich eigentlich immer sehr gerne, weil das sind zum einen extrem dankbare Leute, die mit einem, die meistens sehr, sehr, sehr lange schon Probleme haben und die aber immer ewig auf irgendeiner Pritsche lagen, weil die Hüfte wehtat, die Schulter wehtat und dann per Zufall sind sie, weil Tante Emma ihre Nachbarin, die Gertrud, gesagt hat, ey, jeder mal hin, das Mädchen macht sich wieder fit, kommen dann diese Menschen zu mir. Und ich bin selber jemand, ich habe zwar nur eine Privatkassenzulassung, das liegt aber eigentlich primär an der deutschen Bürokratie. Die Kassenzulassung ist ein unglaublich beschissenes Konstrukt, was mir sehr viel Zeit kostet, was mich noch schlechter verdienen lässt in diesem Metier und was schlicht und ergreifend in der Form nicht umsetzbar ist, wie ich mit den Leuten arbeite. Sodass auch jemand, der gemerkt hat, okay, mein Körper ist mir doch mehr wert, ich bin da auch kein Abzocker, ich handle auch mit den Leuten, sage, ey, wenn sie das möchten, man kriegt immer eine Lösung. So, ich bin auch ein Freund von Tauschgeschäften, das hört zwar jetzt das Finanzamt nicht gerne, aber schneiden wir raus. Genau. Aber ich habe auch den Schreiner zu Hause, wenn ich sage, gut, ich bräuchte, ne, was kann man machen? Also da finde ich, sollte man mit jedem kooperieren können und nicht. Und mit einer Tante Emma zum Beispiel, das sind oft diejenigen, die in einer Generation groß geworden sind, denen man gesagt hat, ach, die Bewegung, das sollten sie nicht machen, nicht schwer heben, die vielleicht 3, 4 Kinder noch zur Welt gebracht hat, wo die gesamte muskuläre Struktur defizitär ist. Und so jemanden, da ist es mir eine Freude, die aufzubauen, weil die haben zum einen, wenn die mit Krafttraining anfangen, sehr, sehr schnelle Zuwächse, trotz des Alters. Also auch postmenopausal hast du natürlich Effekte, die jetzt anders sind als bei einem jungen, aufsprießenden, testopollen Jugendlichen. Aber du hast natürlich diese Effekte. Und die weiteren Vorhergehensweisen, ob das also meistens natürlich mit kraftorientierterem Training ist, jeder chronische Schmerz oder jeder chronische Schmerzpatient, der zu mir kommt, wurde erstmal immobilisiert. Und dann kommt man erstmal in diesen Bereich der Schmerzphysiologie rein. Wenn ein Gewebe immobilisiert wird, entstehen im Endeffekt erst chronische Schmerzen. Das heißt, der chronische Schmerz über das Hirn sagt, das Gebiet wird nicht weiter bewegt, trotz dass die Struktur verheilt ist, also scheint das immer noch nicht gelöst zu sein. Sodass man eigentlich in einem Teufelskreis ist. Immobilisation führt nicht zur Schmerzreduktion,
außer ich habe eine akute Verletzung, Fraktur beispielsweise. Nachdem das ausgeheilt ist, sind die Leute meistens erstmal nicht in der Lage, über einen gewissen Schmerz zu arbeiten, also bleibt es weiterhin immobil, weil der Arzt gesagt hat, ah, ja, sie haben jetzt schon Bandscheibenvorfall gehabt, wir haben die Bandscheibe jetzt rausgeholt, sollten sie trotzdem nicht bewegen. Was natürlich physiologisch völliger Nonsens ist. Die Tante Käthe, die dann vielleicht mit einer osteoporotischen Wirbelsäule zu mir kommen, wird erstmal moderat beladen. Das heißt, ich habe eine Kettlebell und fange ganz basic an mit den grundlegenden Bewegungen vom Kreuzheben, Kniebeugen, Ausfallschritte. Also in erster Linie fokussiere ich mich immer auf die untere Extremität, weil das die Extremität ist, die die Leute im Alter brauchen, um aus dem Bett zu gehen, aus dem Scheißhaus aufzustehen. Wenn ich hinfalle, ja, klar kann meine Arme mich hochziehen, aber wenn meine Beine Pudding sind, komme ich auch nicht hoch. Und alles, also Sturzprävention sind Beine, Aufstehprävention, Immobilisationsprävention im Alter sind halt erstmal Beine. Sodass ich mit den grundlegenden Beinmustern anfange. Das Ganze kann man, muss alles progressiv sein, ist natürlich dann abhängig davon, wie viel die dann heben kann oder nicht. Und dann geht es weiter in die Rumpfstabilität. Alles wird alltagsbezogen. Es wird am Ende immer rotatorischer. Einseitiges Heben, seitliches Anheben. So, dass das Bewegungsspektrum aufgebaut wird, bis die Person in der Lage ist, also Schmerzfreiheit in jeder Bewegungsrichtung und Position zu haben. Manche haben dann gemerkt, krass, das Training macht ja doch sehr, sehr viel Spaß. Ich komme ja sogar ins Schwitzen und melden sich entweder hier an oder machen dann... bekommen dann von mir einen Trainingsplan und fangen dann an, selber noch weiterzumachen. Und dann, ach, was ist das denn für ein Gerät? Ja, dann gehen wir in die Rudermaschine, ist auch gar kein Problem. Der Profiathlet hingegen kommt schon mit einer Einstellung, ich kann alles. Meine Favorites sind die Boxer. Ich kenne Jungs und ich habe die auch alle ganz lieb. Ich bin Profiboxer auf einem super Niveau. Javus, wenn du das hörst, du weißt, ich rede von dir. Und man belädt die und es ist auf einmal eine ungewohnte Belastung. Jeder Leistungssportler, wenn ich einen Marathonläufer mit einer Langhantel belade, der stirbt, der fällt erstmal einfach um. Wenn ich einen Boxer mit einem gewissen Gewicht belade oder versuche eine andere Rotation oder versuche eine gewisse Beweglichkeit wiederherzustellen in irgendeinem Bereich, der stirbt. Das ist Belastung, Belastbarkeitskonzept. Körper kennt das nicht, es ist ungewohnt. Und dann kommt erstmal wieder die Frustration. Und der Sportler ist ja grundsätzlich ein Tier, was sehr schnell frustriert ist. Und wenn eine Frustration da ist, ist es erstmal doof. Man merkt aber auch da, der Körper lernt ja schnell, krass, es geht deutlich besser. Ich werde schneller. Der Chris macht es zum Beispiel, Chris Mohr in Aachen hat eine Kraftmessplatte an die Wand montiert. Da können die Boxer sehr schnell sehen. Cool, 3-4 Monate Training bei Chris. Viel Rotationstraining, rotatorisch, antirotatorisch, mit Widerstandsbändern, ohne Widerstandsbänder, hat mich schneller und stärker gemacht. Ne, Krafttraining natürlich dazu mit impliziert. Und so ist das halt hier auch mit den Jungs. Wir machen andere Baseline-Testungen, wir machen also Bench auch bei Boxern, nutze ich gerne als Max-Krafttestung, weil das erstmal nur für, also Schlagkraft, Pec, Trizeps und so für mich ein Parameter ist. Es ist simpel, ich kann es schnell machen. Und die Jungs wissen, was gemeint ist. Stange rauf, Stange runter. Oder erstmal Stange runter, dann Stange rauf. Hoffentlich. Rauf, runter, rauf. Eigentlich genau. Fast, ne? Und so ist es halt, dass ich mit den meisten oder auch eine Komponente, also eine, klar, man kann eine Belastung, sondern eine Borg-Skala mit reinnehmen. Allerdings sich auch gut an den Gewichten orientieren. Sprung, also alles, was Sprünge angeht. Jump-and-Reach-Testungen zum Beispiel zu machen, um einfach dann nochmal die Schnellkraft zu testen der Beine, was bei Boxern für Richtungswechsel dann eher relevant ist. Das wird dann halt mit reingehen. Also das sind alles Komponenten, die bei jedem, ob das ein Athlet ist, mit reingehen oder nicht. Habe ich jemanden, der im rehabilitativen Bereich zu mir kommt, weil er eine Verletzung hat, schaue ich erstmal, man muss sich immer angucken, was ist ein Wettkampf, wann ist Wettkampf, was ist Prio, wann muss er wie weit sein, wo sind wir in seiner Periodisierung. Wenn er sagt, boah, du Pauli, in 6 Wochen muss ich wieder aufs Feld, dann müssen wir überlegen, ob das überhaupt geht oder nicht. Ich habe selber auch mehrfach feststellen müssen, im eigenen Körper, ja, müsste eigentlich gehen, eigentlich heißt aber, okay, es geht eigentlich nicht, weil eine Wettkampfvorbereitung heißt oder ein Trainingscamp heißt, man kann trainieren. Und wenn man das nicht kann, dann ist die Vorbereitung für den Arsch. Und das bei jedem. Wenn ich merke, dass es, der Zeitraum ist lang genug oder die Verletzung ist so minder gestellt, dass wir drumherum arbeiten können. Das heißt, okay, Hamstrings sind verletzt.
Was können wir trotzdem machen? Wie weit können wir, kann ich die Glutes bearbeiten, sind die schmerzfrei? Können wir Quadrizeps-dominante arbeiten, ist das schmerzfrei? Machen wir zu den eigentlichen Rehabilitationsübungen, ob das jetzt exzentrische Sachen sind oder nicht, alles, wie gesagt, das Training drumherum gestalten und punktuell halt dann noch die Hamstrings mit reinzunehmen. Und auch hier immer wieder gucken, Criteria-based. Also man kann assessen, man kann time-based arbeiten, wie bei der klassischen Wundheilung. 3, 6, 8, 12 Wochen, beziehungsweise 3, 6, 12 Wochen, 6 Monate, 12 Monate. Aber wie gesagt, jeder Jack ist anders. Und wenn ich anhand meiner Kriterien, Beispiel Y-Balance-Test oder SCBT-Testung, Star-Excretion-Balance-Test, wenn ich merke, er ist in der 6. Woche, aber es ist immer noch nicht Seiten oder es ist nicht mehr wie vorher, dann muss man sich halt klipp und klar überlegen, so, wo sind wir? Was bringt dir das, wenn du jetzt wieder reingehst? Ich kann dir sagen, dass du dich wahrscheinlich zwar wieder verletzen wirst, wenn ich irgendwann für mich selber entschlossen habe, dem Athleten zu sagen, geh nicht aufs Feld, dann auch meistens, und das passiert zwar sehr selten, aber dann auch meistens mit einem triftigen Grund. Und keiner von denen, wo ich gesagt habe, nein, hat es mir jemals übelst genommen, weil die dann selber 2 Wochen später gesagt haben, ja, ich habe mal versucht zu sprinten und das tat wieder weh. Und ich so, ja, sei froh, dass es nicht auf dem Feld passiert ist. Und jetzt weißt du, wo es ist. Und die meisten merken es, wenn sie heimlich irgendwas machen, trotz meiner Verbote. Ich habe selber bei mir schon gemerkt, in was für Bereichen, ich habe massive Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule gehabt. Ja, ja, geht noch. Und bin dann doch beim Ringen einmal dumm nochmal mit dem Kopf irgendwo gegengekommen und konnte einen Tag meinen Arm einfach nicht mehr bewegen. Und dachte, fuck, ey, das kann auch eine... Also man selber ist ja bei sich selbst doch deutlich, ja, dümmer. Immer, aber den Athleten, ich sage Ihnen das auch, ich will es euch nicht böse machen und ich will euch nichts verderben, aber in dem Fall könnt ihr mir glauben, wenn ich euch ein Sportverbot gebe oder wenn ich euch ein Kampf- oder Wettkampfverbot gebe, dass das schon seine Berechtigung hat. Und bei allen anderen ist es eigentlich immer so getimed und so gestaffelt, dass ich denen die Möglichkeit gebe oder sage, gut, wenn, dann nur in der 2. Hälfte. Also ich habe ein paar Fußballer hier, ein paar von Fortuna, ein paar von kleineren Mannschaften, die dann als Teams kommen, ich dann sage, gut, dann gehe in der 2. Halbzeit rein, versuche eine halbe Stunde, 15 Minuten, sagt das, oder ich kommuniziere mit den Trainern und dann geht das, dass man wieder eine Progression reinbekommt. Ne? Mach dich richtig warm, sprinte an und dann dazu gehört, das Training weiter aufzubauen. Cool, also auf jeden Fall coole Ansätze. Also ich finde auch, gerade wo du gesagt hast, ja, Tante Emma und Onkel Hansi, klar, Sturzprophylaxe finde ich persönlich auch. Ich komme aus dem Haushalt, meine Mutter ist Altenpflegerin, ich habe das jeden Tag gesehen, aber halt auch, ich finde teilweise, es kommt ja immer mehr, dass auch, ich sage jetzt mal die Generation, und da sage ich jetzt einfach mal ganz frech heraus, ab 45 plus, die kommen ja auch ins Krafttraining und man hat super positive Beispiele immer wieder, die echt stark sind. Also wo ich auch denke so, wow, das ist jetzt echt stark. Also dass man das noch hebt, das ist schon beeindruckend. Also das gibt es ja zum Glück auch schon. Es ist halt leider noch nicht die Normalität. Ja. Also wir versuchen, oder ich zumindest versuche das in Kooperation mit vielen Orthopäden mittlerweile. Wir sind aktiv in verschiedensten, oder ich zumindest aktiv unterwegs. Es gibt ein Portal, das heißt Physio Meets Science. Die versuchen auch, zwar manchmal auf etwas radikaler Ebene, weil ich bin natürlich, ja, nicht alle passiven Maßnahmen sind notwendig, aber es ist auch nicht schlecht. Es hat alles in gewisser Art und Weise seine Berechtigung und auch hier ist wieder die Dosis macht das Gift. Wenn ich jemanden 15 Mal eine Stunde massiere, jein, wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, außer vielleicht bei den 5%, die dann irgendwie durch Signifikanzniveau gerutscht sind, irgendwas bringen. Aber in der Regel kann man auch hier dieses kurze Momentum einer passiven Maßnahme, die die Schmerzfreiheit induziert hat, nutzen, um dann wieder ins Training zu kommen. Dieses Portal ist allerdings trotzdem sehr schön gestaltet, weil es einfach aktuelle Studien, auch Reviews, auch da kann man zwar diskutieren, weil ein paar der Studien nicht ganz top gewählt sind, aber online stellt für Therapeuten, die per se gesagt keine Ahnung haben von irgendeiner evidenzbasierten Praxis. Du lernst es nicht in der Grundausbildung und das ist die Basis in Deutschland. Du weißt nicht, was PubMed ist, du weißt nicht, was überhaupt eine Studie aussagt. Und das Problem ist, dass du halt solche Leute, dann kriegen, wie gesagt, Liebscher Bracht, die habe ich mittlerweile bei Facebook sogar gemeldet, weil das schlicht und weg Lügen sind, die behaupten. Es ist halt, nein, es
ist eine Schmerz, eine kurzfristige Schmerztherapie, aber es ist keine Heilung, es ist keine Linderung. Per se gesagt müsste man das Gesundheitsamt davon informieren, weil bringt nichts. Auf jeden Fall, Physios lassen sich sehr schnell, das genauso wie in der Brigitte-Zeitschrift, Studien haben gezeigt, dass das sind die Physiotherapeuten, die sind krass, die sagen, dass das was gebracht hat. Ja, aus einer Studie von 1980, die man an Schweinen gemacht hat, Beispiel. Das Brigitte-Zeitschriftenphänomen oder was auch immer für ein Zeitschriftenphänomen. Studien haben gezeigt, dass die Creme an Nacktmulchen Falten wegmacht. Weil ja, jede große Fitnesslüge beginnt mit folgendem Satz. Genau. Amerikanische Studien haben gezeigt, genau. Das mit Doppel-S. Genau. Das ist halt immer so, es ist grandios. Aber das ist, wie gesagt, auch was die Physis und natürlich auch die Fitnessjünger alle trifft, ne? Auch jetzt wie in dem ganzen Charlatan-Bereich mit Coach Cecil, Studien, deine Studien, diese Studien haben gezeigt, so, dann muss man sich mal hinsetzen, liest sich die Studie durch und stellt fest, krass, es ist eine Pilotstudie, es gab keine Kontrollgruppe und die Leute wurden alle bezahlt. Bestes Beispiel. Aber das ist halt auch in diesen Bereichen leider sehr, sehr traurig. Ich habe intern mal, und das mache ich komplett kostenlos, oder habe es zweimal kostenlos komplett gemacht, Leitfäden für physiotherapeutisches Arbeiten hier gegeben, weil viele Therapeuten, mir tut es immer in der Seele weh, viele Therapeuten geben sehr, sehr, sehr viel Geld aus für Fortbildungen. Ich habe auch viel Geld ausgegeben für meine Manuelle, für dies, für jenes, für Schlag mich tot. Ja, es waren viele Trainerfortbildungen darunter, die allerdings für mich ein trainingswissenschaftliches Know-how auch gebracht haben. Allerdings auch da zu differenzieren, was habe ich gemacht? Ich habe mir zum Beispiel auch Neuroathletik angeguckt, diesen Essentials-Kurs für 250 Euro, zwei, auch drei hier Tage. Genau, damals? Okay. Genau. Und habe schnell festgestellt, dass es immer, die Amis neigen sowieso immer wie in so Zauberschulen, David Copperfield, Magic Trick, alle klatschen, wow. Ich hasse das. Ich hasse eh schon diese amerikanischen übermotivierten, du gehst in ein Fitnessstudio, everybody's so excited. Nein, ach, haltet eure Schnauzen. Macht euer Training. Es gibt kein Wundermittel, um stärker zu werden. Ja, vielleicht gibt es diesen 1%, wo vielleicht eine Verschaltung nicht richtig ist. Aber nein, es gibt nicht diesen nur diesen Typen. Und nein, es liegt nicht an deiner pontocerebellaren Übergang, dass das so und so ist, sondern Krafttraining, muskuläre Ansteuerung beginnen ab dem Punkt, wo du deinen Körper belädst. Und da kannst du, außer du hast einen Schlaganfall, ja, sicherlich, du kannst ganz viele neurologische Probleme haben, die mit einer Pathologie einhergehen. Aber das gesunde Gehirn arbeitet unter anderen Bedingungen. Und das ist wiederum ein anderer Punkt der funktionellen Neurologie. Und der hat mit dem, was in diesen Fortbildungen behauptet wird, leider nichts zu tun. Und das ist trotzdem irre, dass Leute es für sehr, 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 sehr viel Geld, 2.500 Euro kostet, glaube ich, eine dieser Phasen, und es gibt 5 oder 6 Stück davon, dann hinblättern. Dann sage ich denen, kauft euch für 60 Euro die Grundlagen der Neuroanatomie und Neurologie Lehrbuch 1 bis 4 vom Thieme Verlag zum Beispiel oder von anderen Verlägen. Lest euch das durch und macht euer eigenes Neuroathletiktraining. Ja, das ist für viele leider nicht sexy, aber ich finde, es sind auf jeden Fall, ja, du hast einfach recht, Punkt. Ja, es ist traurig und das ist das, was ich hatte 8 Therapeuten und Trainer hier bei unserem ersten Pilot, wo wir, oder ich halt versucht habe, ich hätte nie gedacht, dass so großes Interesse kam, zum einen, weil ich über Facebook das irgendwie mal so ein bisschen beworben hatte, so, ja, wer hat Lust, irgendwie ein bisschen mehr Evidence-Based Practice, mir das mal einfach anzugucken, weil ich gedacht habe, okay, was ist so, ich habe lange nicht mehr in der klassischen Physiopraxis gearbeitet, ich habe zwar oft mit Physios zu tun, aber ich merke immer wieder, dass ich eigentlich der deutschen Physiotherapie völlig fremd geworden bin. Ich sehe dann immer wieder, kommst du zur Demo vom ZVK, also Zentraler Verband der Krankengymnasten, und denke mir mal so, für was? Damit ich mehr Geld für meine Lymphdrainage bekomme? Nein, es wird, ja, Direct Access hat seine Berechtigung. Direct Access heißt aber auch, dass der Therapeut in der Lage sein muss, zu evaluieren, was mache ich. Und das, per se gesagt, sind 90% der Therapeuten nicht. Du kommst mit einem Staatsexamen da raus und hast keine Ahnung. Du weißt, wie du zu massieren hast und du kennst Krankheitsbilder. Du weißt aber nicht mehr ganz different, ja gut, bei dem Krankheitsbild, ja okay, dann mobilisiere ich passiv. Was bringt mir Passivität? Gar nichts.
Das heißt, wieder bin ich bei Null angekommen. Und jemandem ein Direct Access zu vermitteln oder die Erlaubnis zu geben, mit diesem Direct Access zu arbeiten, hat schon viel Verantwortung. Und diese Verantwortung muss man qualifizierten Leuten geben. Ich habe den Direct Access durch den sektoralen Heilpraktiker bekommen, den aber auch mit 2 Studiengängen und mit Nachweis, dass ich so lange in dem Beruf arbeite, dass ich dann noch, die manuelle Therapie interessiert mich per se gesagt jetzt recht wenig, aber auch das Diplom und das und das und das und das. Ich habe denen eine Kaskade an Diplomen hingelegt, wo sie gesagt haben, ja, alles klar, sie dürfen ihre eigenen Rezepte schreiben. Und ich gesagt, gut, okay, jetzt bin ich happy mit dem. Aber dass ich halt nicht auf Orthopäden angewiesen bin, weil ich ganz genau weiß, außer einige sehr gute Ausnahmen, dass der Rest der Orthopäden mir das Nonsens aufs Rezept schreibt und ich dann damit arbeiten muss und nein, ich mache das nicht. Und bis ich das dem Patienten erklärt habe, bin ich happy, dass die Leute direkt einfach zu mir kommen können. Cool, auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass du das machen kannst. Und hast schon gesagt, dass du dir das auch schon geholt hast. Und jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, was steht denn so in Zukunft für dich an? Was sind denn so die nächsten Projekte, die für dich anstehen und wo du sagst, so, hey, okay, das will ich jetzt. Also ich finde in Deutschland oder das, was ich gerne machen würde, klar irgendwie dort, also eine Promotion anzustreben, finde ich immer cool. Nicht nur, weil es halt cool aussieht, sondern weil ich glaube, dass in unserem Berufsfeld es zu wenige davon gibt. Wenn man alleine dieses Feedback hat, krass, das ist eine promovierte Person oder die hat einen Doktortitel per se gesagt, in der Physiotherapie hat man ein größeres Sprachrohr. Das, was ich zwar über soziale Medien geschaffen habe, was mich ein bisschen verstört, weil das eine ist ein Athletikpro oder mal bei Instagram per se gesagt, das ist irgendein semi-privates Athletikprofil, wo man seine pseudotrainerischen Sachen irgendwie hochlädt. Hat mehr Feedback als quasi mein eigentliches Praxisprofil, was auch egal ist, da bin ich auch nicht so aktiv. Bei Facebook war es so, dass ich im Rahmen halt auch dieses Aufrufes viel Feedback von Therapeuten bekommen habe, die auch hier waren, die sich halt aber auch gewünscht hätten, dass jemand, dass es sowas gegeben hätte in ihrer Ausbildung, wo man sagt, gut, das ist ein Leitfaden, der Leitfaden gibt euch einen Denkreiz, der Denkreiz heißt, ich habe ein Problem, welche Lösungsansätze, da sind wir wieder beim Werkzeugkasten, welche Werkzeuge kann ich nutzen und was kann ich mir dazu holen? Und dazu sind alle Begriffe oder alle Therapiearten und dazu gehört die Ernährungs- oder alle Wissenschaften im Endeffekt mit inbegriffen. Die Ernährungswissenschaften gehören für mich zur Physiotherapie dazu, Sportwissenschaften, psychologische Aspekte, ja, da bin ich allerdings komplett raus. Also das ist ein Schuh, den ziehe ich mir nicht an. Ich merke bei vielen oder müsste irgendwie psychotherapeutisch oder anderweitig, wie auch immer, psychiatrisch, psychotherapeutisch, psychologisch interveniert werden. Wenn ich weiß, klar, ich arbeite auch mit Ärzten zusammen, ne, da ist irgendwo ein Nährstoff, irgendein Defizit vorhanden. Ich schicke die dann zum Arzt und lasse ein Blutbild erstellen, weil ich irgendwas anhand meiner Arbeitsroutine merke, trotz, dass die Person sich so und so ernährt, trotz, dass wir so und so viel trainieren, passiert nichts oder wenig oder was völlig anderes, um das auch auszuschließen. Die Schulmedizin hat ihre Berechtigung und die ist auch gewählt und sicher zu nutzen. Und jeder, der sagt, ja, aber ich vertraue meinem Hausarzt nicht. Ja, es gibt auch da ganz, ganz, ganz viele Scharlatane. Das Problem ja, wie gesagt, hier im deutschen Gesundheitssystem, am Ende des Tages muss halt jeder in einem einigermaßen sozialen Beruf gucken, womit er seine Brötchen verdient. Und auch jeder Hausarzt bietet sicherlich alternative Medizin an, die man aber sehr, sehr stark diskutieren kann. Und auch das erlebe ich immer wieder, wie Leute, Patienten zu mir kommen, mit Techniken behandelt worden sind, die für ihr Krankheitsbild völliger Nonsens sind. Und einfach nur angefangen von, ja, der hat dann mit mir Akupunktur gemacht und dann hat er mir noch irgendwelche Elektronen aufgesetzt, dann die Darmsanierung noch gemacht und. Und ich weiß, ich arbeite auch mit Privatpatienten. Du kannst einem Privatpatienten ganz, ganz viele Sachen ausschreiben als Arzt und vieles abrechnen. Aber vieles davon ist einfach völliger Nonsens. Und das ist das, was mir per se gesagt immer wieder so ein bisschen Wutknubbel erzeugen lässt, weil ich den Leuten noch immer sage, es tut mir wirklich leid, dass halt kein Erfolg da gewesen ist, aber das waren leider völlig, also per se gesagt, wurden sie von ihrem Arzt verarscht. Und dieses Ganze, sind wir wieder in so einer Spirale, ja, mein Arzt kann ich nicht vertrauen, der will mir das Geld aus der Tasche schneiden, ja, gibt es viele,
guck, man geht auf die FIBO jetzt im April und sieht ganz, ganz viele How to Lose Fat in One Week und Fat Burner. Also ist auch mein Lieblingsthema Fat Burner und Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Ja, man kann für viel Scheiße sein Geld ausgeben. Man muss halt das Glück haben, an die richtigen Leute zu kommen. Und da bin ich auch froh, ein sehr gutes Netzwerk mittlerweile zu haben von Ernährungswissenschaftlern, von guten Orthopäden, von Ärzten, wo auch viele meiner Jungs hingehen und sagen, krass, so, der hat sich Zeit genommen, der hat das gecheckt, der hat Testungen gemacht. Und der war nicht direkt der Ansicht, ja, muss man operieren, sondern hat einfach nur gesagt, gut, Muskelaufbau braucht seine Zeit. Punkt, ist so. Und bis wir das Problem gelöst haben, musst du halt Geduld haben. Und das ist nicht wie Arzt gesagt, ja, machen wir noch das, probieren wir das, Hyaluronsäure hier, Stoßwelle hier und vielleicht noch drei Kristalle und einmal im Kreis drehen. 800 Euro, ja. Aber nur bei Vollmond. Genau, nur bei Vollmond und bitte, wenn der Mars vom Jupiter steht oder was auch immer. Aber es ist, ja, leider natürlich auch hier ein Punkt, wo viele Leute ins offene Messer laufen, die halt keine Ahnung haben. Es gibt viele Leute, wo ich dann auch sage, gut, wir sind in Deutschland, wir können uns informieren, wir haben ganz, ganz viele Medien. Ich glaube, auch wenn man nicht weiß, wie man recherchieren kann, hat man immer ein Problem. Aber Leute, die sich beschweren, dass sie mit irgendeiner anderen Diät oder mit Stoßwelle beispielsweise, also hat auch mal seine Berechtigung. Aber Patienten, die zu mir kommen und sagen, ja, ich war jetzt 8-mal da und das hat mich 800 Euro gekostet für 15 Minuten. Und ich denke, gut, dann, wenn etwas nicht klappt, dann recherchiert man. Und ich will nicht den Leuten sagen, ja, man vertraut natürlich dem Arzt. Aber irgendwo kann man auch selber sich nicht der kompletten Inhalts oder sich entziehen, sich zu informieren. Und das ist das, was ich persönlich auch immer schwer finde. Ich sage, informiert euch trotzdem. Ich gebe den Leuten auch gerne, ich so, schau bei PubMed nach, ich erkläre denen, wie das funktioniert. So eins, also das, ja, einmal eins der ein bisschen Literaturrecherche, ne, was man so ein bisschen machen kann. Aber wie gesagt, auch da im Ernährungsbereich noch deutlich schlimmer, weil die Leute alles fressen, was angeblich Fettloss macht. Und ich dann auch sage, wenn das funktionieren würde, dann wäre das nicht für 15,99 im Rossmann zu haben, sondern dann wäre das für, weiß ich nicht, 580 Euro hinter Verschluss, wenn man Fettzellen einfach verpuffen lassen könnte. Aber auch da, ja, viel Aufklärungsarbeit, wenn die Leute das verstehen und das Prinzip verstanden haben, wie der Körper funktioniert, hast du auch automatisch eine deutlich bessere Adaption an das, was du tust. Und das fehlt. Auch bei Trainern. Ich merke das immer, ja, da hat man schon gesagt, ich soll das machen. Warum? Ja, damit ich stärker werde. Warum musst du stärker werden? Warum musst du mit schweren Gewichten arbeiten? Und ja, ist das nicht schädlich? Nein. Ja, warum ist das nicht schädlich? Weil unser Körper dazu ausgerichtet ist, Belastung, Zug und Druck und Rotation und Scherkräften entgegenzuwirken. Als Kind, als Baby, ich zeig dir immer, du bist als Baby auch 50 Mal aufs Maul gefallen. Das ist auch Maximalkrafttraining. So, Kopf anheben bis zum Versagen, auch Maximalkrafttraining. Aber gut, Aufklärung und dann verstehen die Leute es irgendwann. Cool. Und wenn man jetzt die letzten Minuten von dir gehört hat, wo kann man dich so finden? Also sowohl digital als auch physisch. Physisch findet man mich in der Kölner Innenstadt im Kader 1. Da habe ich meine Praxis P-Physio. Einerseits immer das ganz schön, das griechische Pi, dann meine Initialen, was das Pi ist und genau meinen griechischen Hintergrund dahinter. Das ist in der Neuen Bayerstraße. In sozialen Medien oder in Medien bei Facebook findet man mich, also meine Praxis auch, P-Physio und bei Instagram auch. Ansonsten für alles andere Athletische ist der Instagram-Account Paulina Balboa noch zu finden. Auch sehr lustig, weil der Name sehr, sehr lang schon eigentlich existiert, bestimmt seit 10 Jahren und ich den einfach beibehalten habe. Viele Heiratsanträge schon bekommen aufgrund des Nachnamens. Nein, ich heiße nicht Balboa. Viel zu komplizierte griechische Nachnamen. Auf jeden Fall, da kann man so ein bisschen meinen Wettkampf immer verfolgen, meine Vorbereitung verfolgen. Alles andere, was ich halt sonst für diejenigen, die ja immer schon so in den Kampfsport und in so eine Vorbereitung reinschauen wollten, deutlich interessanter ist als vielleicht das Physiotherapeutische, wo man mit sehr sauberen hygienischen Bildern an Leuten arbeitet oder darstellt, was man tut. Okay, cool. Ja, dann möchte ich mich in allererster Linie erstmal bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, sehr gerne. Und komme jetzt zu dem Teil, der mir immer sehr viel Spaß macht. Ja. Und zwar die sogenannte Quickfire Round. Okay, mhm. Das sind so, ja, doch schon ein bisschen persönliche Fragen, die du
beantworten kannst mit so viel Zeit oder so wenig Zeit, wie du möchtest. Und wenn du sagst, ey, auf gar keinen Fall will ich das beantworten, dann lassen wir das halt einfach raus. Ja. Und zwar die erste Frage, welcher bis zu 100 Euro Einkauf hat sich bisher für dich am meisten gelohnt? Bis zu 100 Euro. Damit. 100 Euro, das ist eine sehr, sehr schwierige Summe. Da muss ich auf jeden Fall kurz überlegen. Was habe ich mir vor kurzem gekauft, wo ich gedacht habe, für 100 Euro Minibands. Minibands. Okay, cool. Harry Potter, sagt ihr was? Ja, klar. Sehr gut. Wir sind jetzt in der Harry Potter-Welt. Das ist eine sehr beliebte Frage von mir. Und da hat jeder Zauberer hat einen Patronus. Und würdest du diesen Zauber sprechen? Welches Tier würde aus dem Zauberstab kommen? Zählen Pokémons. Ja, Pokémons zählen auf jeden Fall auch. Scusi, Moment. Und einmal ganz kurz ausmachen. So. Ja, Pumelo. ja, wahrscheinlich. Ich finde, es ist ja, der beschützt alle und ist abgefuckt, wenn Leute einschlafen. Okay, alles klar. Ab welchem Zeitpunkt in deiner sportlichen Karriere oder auch in deinem beruflichen wusstest du, dass du halt was Besonderes kannst? Boah, weiß ich immer noch nicht. Nee? Nee. Okay. Nein. Was war das Letzte, worüber du dich am meisten gefreut hast? Als ich meinen Motorradführerschein letztes Jahr gemacht habe. Sehr gefreut. Vielleicht doch sehr glücklich, wieder einen neuen Lappen in der Hand zu haben. Glückwunsch, Glückwunsch. Okay. Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Arschloch. Okay. Welches Geräusch hast du? Boah, das wahrscheinlich jeder, der an der scheiß Schultafel war, kennt das. Wenn so ein scheiß kleiner Stein in der Kreide war und dieses. Boah, ja, krieg ich jetzt schon zu kotzen. Okay, vorletzte Frage. Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Werde ich abgeholt? Ah, tendenziell nicht. Marihuana. Magische Bohnen von Dragon Ball, weil da habe ich auf jeden Fall was zu essen. Und das Problem ist, ein MP3-Player und Kopfhörer sind schon wieder zwei Teile. Wahrscheinlich ein ganz, irgendein portables Gerät, was lange Musik abspielen lässt. Okay. Okay, und jetzt springen wir in die Zukunft, okay? Du hast irgendwann eine Tochter und die hat ein Date. Und welchem Sportler, ob lebend oder nicht, würdest du sofort die Tür wieder vor der Nase zuschlagen? Oh, da gibt es halt ganz viele. Wahrscheinlich einem Jockey. Okay. Paulina, vielen, vielen Dank. Das hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und du bist der Gast und natürlich hast du das letzte Wort. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge auch sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir oder Paul auf welchen Kanälen auch immer noch Fragen stellen. Wenn ihr Hilfe braucht in irgendwelchen Bereichen oder Anregungen braucht aus dem Physiotherapeutischen, auch da bin ich immer froh, wenn ich Feedback bekomme oder wenn Leute sagen, ey, wo kann ich das machen, und stärke sehr, sehr, sehr gerne meine Domäne in dem Bereich, weil es einfach viel zu wenig von uns Menschen gibt, die, oder Physios und Therapeuten gibt, die so open-minded sind und sich außerhalb von diesem klassischen Schema halt weiterbilden können und möchten.